Herzlich willkommen zum 200. Let's Play Minecraft Pocket Edition. Ja, die Folge 200, das heißt also 200 Folgen sind jetzt schon vorbei. Es gibt natürlich ein kleines Special. Aber wirklich nur sehr klein. Ich wollte ja eigentlich einen Rundgang durch die Welt machen, habe ich mir jetzt aber doch anders überlegt, dass ich das anders mache. Den Rundgang durch die Welt werde ich dann in der 201. Folge machen, also in der Folge 201. Die dann morgen kommt, am Sonntag. Heute ist Samstag und ich habe mir überlegt, in den Nether zu gehen. In dem Nether, wie man das mal, wie immer man das auch aussprechen will. Nether. Wir waren ja schon einmal in den Nether, einfach mal so zwischendrin, zwischen 0 und 100, zwischen Folgen 0 und 100. Oh Mann, so Monster. Und ich habe mir halt überlegt, wir gehen einfach nochmal in den Nether. Es ist jetzt nicht so was Besonderes, aber es ist einfach besser als gar nichts. Und ja, ich würde dann mal sagen, wir gehen einfach in den Nether. Du stirbst. Da war's tot. Ich würde mich dazu mal... wir müssen erstmal für den Nether-Reaktor-Kern ein paar Sachen holen. Und zwar brauchen wir 14 Steine. Moment, ja, eins so. Ja, Moment mal, der Ton macht mich gerade. Dörre. Wir brauchen Steine, brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Genau, 14 Steine brauchen wir. 4 Goldblöcke, wenn ich mich nicht täusche. Und wir brauchen noch einen Nether-Reaktor-Kern. Ich glaube, wir haben noch vom letzten Trip in den Nether, haben wir noch was da an Goldblöcken. Da haben wir das ja gekonnt abgebaut. So. Ich glaube, das haben wir hier reingetan mit. Das ist ja unsere kleine Schatzkammer hier. So, wo haben wir es? Ja, 1, 2, 3 haben wir und dann machen wir uns daraus noch einen Goldblock. Ich glaube, man braucht 8. Ich weiß es gerade gar nicht. Nein, 9 sogar. Oh, verschwenderisch. Aber für die 200. Folge geht das schon mal. Und für was braucht man sonst Gold? Und im Nether bekommen wir eigentlich sowieso Gold von den Typen da. Stimmt. Ich könnte eigentlich gleich mal etwas hier lassen. Und zwar lassen wir mal den Stein hier von mir aus, damit ich wirklich nur 14 mitnehme. Wollen ja nicht so verschwenderisch sein. Ich nehme einfach mal nur 14 mit. Den Rest ist jetzt einfach egal. Ich mache es jetzt einfach so richtig YOLO-mäßig. Let's go, würde ich mal denken. Wir können das ja wieder hier machen. Hier unten im Tal schlummert nämlich noch irgendwo übrigens unten drunter. Der Obsidian vom letzten Nether-Gebilde, was da entstanden ist. Wir machen das wieder hier im Tal. Einfach so mal, weil das gerade so gut passt. So, dann let's go under the earth. So. Eins, zwei, also ich weiß, dass man 50 runter muss ungefähr, dann geht das. Ich bin schon zwei, also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eisen. Okay, ich baue das jetzt nicht ab. Wir müssen sowieso in die Richtung hier. Ich hebe mal kurz den Raum ab für den Nether-Reaktor. Und jetzt noch hier oben das natürlich. So, na komm. So. Dann machen wir jetzt mal die Goldblöcke, den Nether-Reaktor und das. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Gott, ich bin so aufgeregt. Das. Hier hin.
Und hier hin und jetzt noch die vier Blöcke. Und die sechs restlichen. Komm, ich schmeiß einfach mal hier rein. So, komm. So. Ja, okay, das war irgendwie doof. Moment, ich mach das mal ganz kurz anders. Ach komm, ich baue das einfach hier zu und das so, ja, passt schon. Ja, soll ich jetzt reingehen? Soll ich es wagen? Ich bewaffe mich schon mal mit dem Schwert. Okay, ich glaube, ich bin jetzt soweit. Ich gehe jetzt in den Nether. Oder wir gehen jetzt zusammen in den Nether in der 92. Folge und. Ja, okay. Soll ich es machen? Oh Gott, ich bin so irgendwie so aufgeregt. Wir haben es zwar schon mal gemacht, aber da war ich mit Nice und da habe ich einfach dann ganz schnell raufgeklickt. Ich glaube, so, das war dann aus Versehen, habe ich einfach raufgeklickt. Ja. Komm, wir machen es einfach. YOLO. Und, klick. Und wir sind im Nether. Ich baue mal ganz schnell das hier ab, damit das hier auch so bleibt. Wenn man das hat mir, weiß ich, durch die Miss Elix, die hat mir das so erklärt oder gesagt, dass, wenn man das hier abbaut in der Mitte, dass dann dieser Reaktorraum erhalten bleibt. Und ich hoffe, ich habe damit jetzt nicht so unterbrochen, weil hier kommt gerade nichts hoch. Lol. Okay. Ja. Keine Ahnung, warum das jetzt gerade so ist. Ich würde jetzt einfach mal. Keine Ahnung, was wir jetzt machen. Alter. Mann. Okay, dann baue ich jetzt einfach hier ein bisschen was. Aber es kann eigentlich nicht sein, dass. Das deswegen ist, weil ich hier. Ach, keine Ahnung. Ach, komm. Ich gehe erstmal wieder raus. Das können wir ja später abbauen. Der Reaktorraum bleibt ja erhalten, dadurch, dass ich jetzt den Kern abgebaut habe. Oh, ei. Lol. Okay, ich habe noch den. Flying Survival Mod drin, das tut mir leid. Obwohl, ja komm, wir nutzen den jetzt gleich mal aus. Ich habe jetzt keinen Bock, das hier zu mal, ja. Also entschuldigen mir das mal bitte, ich mach das mal ganz kurz so. 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 Lol. Lol, wo ist das Tal hin? Wo ist das Tal? Lol. Lol, 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 lol. Mein, ich flieg mal kurz. Lol. Das ist meine. Lol, das ist meine andere Welt, das ist meine eigene Welt, aber oh Mann, das ist. Ja, okay. Jetzt ist auch zu spät. Ich wollte daraus eigentlich ein Let's Show machen. Aber wenn das jetzt. Lol, warum ist das so? Okay, na, dann mache ich jetzt einfach mal das Let's Show hier mit zurück. Okay, ja. Ja, okay, ich muss jetzt erstmal kurz umdenken. Let's Show, Let's Show, Let's Show. Auf jeden Fall, ja, wir können erstmal schlafen gehen. Kurz. Stirbspinne. So. Warum leckt das jetzt so? Jetzt leckt das irgendwie so. Lol, ich weiß, warum ist das so? Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das auch schon mal passiert ist. Das ist total lustig, aber ich hoffe einfach jetzt, dass die Let's Play-Welt noch da ist. Weil, okay, keine Ahnung. Ich werde das gleich alles dir erläutern, zeigen. Ach komm schon, come on. Ich gehe mal kurz in den Peaceful Mode. So. Und schlafen gehen. Lol. Warum ist das so? Okay, ja, okay, ich mache mir jetzt da nichts weiter draus. Ich werde das dann sehen. Ich muss jetzt irgendwie das Video aufrechterhalten. Aufrechterhaltung des Videos. Ja, wir können das mal rausgehen. Ich kann euch erstmal das erste Haus zeigen. Das hier ist das erste Haus, was ich in der Welt gebaut habe. Das ist, ja, das Home sozusagen. Wenn man jetzt hier reingeht, hier steht auch Home Sweet Home dran. Wenn man jetzt hier reingeht, kommt erstmal so ein bisschen was, ja, ne. Einfach hier so ein kleiner Baum in der Mitte und hier dann halt die ganzen Kisten und so. Was darunter geht, erkläre ich gleich. Hier geht's kurz hoch zu der Plattform oder sowas. Und wenn man jetzt hier weiter hoch geht, kommt man aufs Dach und beim Dach ist dann noch so eine kleine Terrasse. Und was jetzt da unten war, zeige ich gleich nochmal kurz. So, wer sich jetzt wundert, warum ich keinen Schaden bekomme, das liegt ganz einfach an dem Flying Survival Mode, das habe ich ganz vergessen. Hier ist noch so eine kleine Farm drin, das geht jetzt nach hinten hin bis zum Kaktus. Hier. Und ja, so. Weitergehen. Hier kommt man auch gleich hoch ins nächste Haus, wo wir gerade schon drin waren. Ich zeige das nochmal kurz von außen. So sieht das aus. Aus den Quarzblöcken. So
Wenn wir ganz hier rumgehen. Warum liegt das jetzt plötzlich auch so? Ja, so sieht das also aus. So, ich gehe nochmal kurz wieder rein. Wenn ihr also hier reinkommt, ist nur so ein kleine Blumentöpfchen. Blumentöpfchen. Hier raus geht so zu einer Terrasse oder einem kleinen Garten. Und hier so halt ein paar Schafe und so weiter, wie schon gesagt, ein kleiner Garten halt. Hier einfach so eine kleine Küche mit Kühlschrank. Ja, da hat noch welche gefragt, wodurch ich das hab. Solche Vorhänge, Fernseher, Kühlschrank und so weiter. Das liegt einfach am Texture Pack, einfach das Minecraft Texture Pack, da ist das mit dabei. Ja, schaut einfach mal auf meinen Kanal, ich habe dazu ein Review gemacht. So, dann wenn man jetzt hier hochkommt, ach, jetzt bin ich runtergegangen. Wenn man jetzt hier hochgeht, so, dann kommt hier noch so ein kleines Bücherei, genau. Ich gehe mal wieder runter und ich gehe mal raus und ja, hier geht's dann also zum nächsten Haus gleich. Also hier kommt man auch vom Balkon aus raus, hatte ich jetzt gerade nicht gezeigt. Balkon. Und da geht's hier auch gleich raus. Hier geht's dann nämlich zur Bibliothek, zur Bücherei. Ja, ist so ein bisschen aus Sandstein hier gemacht, weil das hier noch ein bisschen in der Welt gefehlt hatte. Hier an der Seite kann man einfach so hochgehen und hier so ein bisschen rumlaufen. Wenn man jetzt hier hingeht, hier so rein, das ist so ein kleiner abgetrennter Raum. Dann ist hier nochmal so eine kleine Bänke, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart oder so. Und dann kann man hier halt hochgehen, nochmal zur Bücherei. Und wer jetzt, hätte man jetzt Connected Textures, könnte man ja richtig schön gucken, aber es sieht ein bisschen komisch aus dadurch. Aber sonst hat man hier noch so Bänke und kann man da noch so rausgucken und so auf die Stadt. Ja, okay, ich gehe mal wieder raus ins nächste Haus, was ich euch zeigen kann. Und hier geht's raus, ne? Ja. So. Ja, das nächste Haus, was wir jetzt haben, ist das hier hinten. Das ist das neueste sozusagen. Ich habe da eigentlich schon was anderes gebaut. Ich kann euch übrigens jetzt raten, noch mal dran zu bleiben. Es kommt nämlich noch was ziemlich Geiles in der Welt. Ich weiß zwar nicht, warum das jetzt so ist, aber also warum das jetzt so war, dass ich plötzlich in der Welt bin. Aber wenn ich schon mal dabei bin, bleibt bitte dran. Es kommt noch was ziemlich Geiles. Ich will mir jetzt einfach für den Schluss aufheben. Ja, also hier ist noch so ein kleines Haus mit Pool draußen, wie man schon gesehen hatte. Hier ist einfach so ein kleines Blumenbeet und da hinten noch so eine Bank und hier so kleine Tische und so weiter. Wenn man jetzt hier rausgeht, wie schon gesagt, so ein kleiner Pool. Es ist eigentlich in dem Teich drin, den ich hier selbst geschaffen habe sozusagen. Sollte eigentlich ein bisschen größeres Meer werden, aber ja, wenn man das selbst macht, wird das halt nicht so groß, weil dann, ja, man will einfach nicht so ein großes Teil dann hinklotzen und da wird das dann so. Aber ich finde eigentlich, es ist nicht so schlimm, nicht so schlecht geworden. So, jetzt haben wir noch, das Haus, das ist auch das, ja, nicht, noch nicht das letzte. Hier steht schon ein Hotel beim Bauern, dort auch, da drüben auch nochmal. Es hat zwei Eingänge, das Haus. Ich gehe mal kurz hier links rein, die finden also zum gleichen, das ist sozusagen die Lobby, die Eingangshalle. Ach stimmt, hier fällt mir gerade auf, fällt ein Bild, das gehört eigentlich hier. Man kommt also hier rein und ist dann hier so in einer kleinen Lounge, hier ist dann die Sekretärin. Oder so. Ja, was kann ich für Sie tun? Moment. Ja, ich möchte gerne ein Zimmer. Nein. Ja, also irgendwie sowas. Ja, hier dann im Hintergrund so zwei Wasserfälle. Das ist übrigens die Welt, ich glaube, da habe ich am aufwendigsten dran gebaut mit der Let's Play-Welt zusammen. Also, ja, ich habe mir schon ein bisschen Mühe gegeben. Hier ist dann halt Zimmer. Es ist nicht so ein richtiges Hotel, weil es hat nur drei Zimmer. Es ist ein Mini-Hotel. Aber ich fand es eigentlich ganz witzig und ein Kühlschrank. Ja, also hier ist ein kleines Zimmer. Und hier dann noch Zimmer 3. Das ist auch ein bisschen individuell. Das andere Zimmer hier ist dann... Das sind alles Dachbodenzimmer sozusagen. Und das hier sieht dann einfach nochmal genauso aus, bloß spiegelverkehrt wie das andere drüben. Sogar fast haargenau so, weil da ist auch die gleichen Bilder und so. Das sind auch die gleichen Bilder. Wenn man hier runter geht, kommen wir auch nochmal drüben rein. Ist der Hotelpool. Ja, es ist jetzt wirklich ziemlich mini. So ein bisschen, hier ist dann eine Dusche, da fehlt aber gerade das Wasser. Da ist eigentlich auch Wasser drin. Und ja, also wie schon gesagt, hier kommt man dann auch wieder raus und beziehungsweise rein. So. Wieder rausgehen. Und so, was haben wir jetzt noch? Genau, wenn man jetzt nämlich hier, also habe ich noch gar nicht gezeigt, hinter dem Haus hier, hinter dem ersten, was ich euch gezeigt habe, ist noch so ein kleiner Teich. Und ja, hier so eine kleine Bank.
Und da hinten, wenn man jetzt hier durchgeht, steht da zum Strand. Da ist aber jetzt nichts Besonderes, es geht einfach nur so um einen kleinen Strand. Da habe ich aber nichts gebaut. Es ist einfach nur Sand und Wasser. Und wenn es hier hinter geht, und jetzt kommen wir schon fast zum letzten. Steht da zur Lagune, aber vorher, ich will euch noch ein bisschen auf die Folter spannen. Kommt noch was Geiles, nämlich da hinten das. Das ist jetzt nicht das Letzte, was ich euch zeigen will. Das Beste kommt noch, das Beste zum Schluss, schon gesagt. Das ist noch eins, was ich hier noch hab. Das soll so eine Art Restaurant darstellen. Da kommt man so rein, dann hängt so ein Fernseher an der Wand und hier halt so ein paar kleine Esstische. Und ja, also wie schon gesagt, einfach nur so ein kleines Restaurant. Ich könnte ja eigentlich noch eine Küche oder sowas reinmachen, aber habe ich da halt doch nicht gemacht. Ich wollte es, glaube ich, auch sogar machen, sogar auch. Ja, also mit dem kleinen Bild hier, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und jetzt kommen wir zum Hauptstück der Welt da. Das, obwohl, ich glaube, ich habe damit nicht angefangen. Aber ich wollte es eigentlich machen. Also, damit anfangen zu bauen. Also, ja, auf jeden Fall habe ich hier drin gebaut. Wir gehen mal kurz hier durch. So, hier an der Seite so ein paar kleine Lampen. Und hier, das nenne ich jetzt mal Lagune. Das ist vielleicht ein bisschen klein geraten für eine Lagune. Aber das ist immer noch nicht das Hauptstück. Denn wenn man jetzt hier so reingeht, sieht man hier unten so einen kleinen Gang. Wenn man jetzt hier durchgeht, ihr könnt mal kurz links oben auf die Anzeige gucken, auf die Blubberblasenanzeige sozusagen, wie viel Leben ich habe oder wann das mir hier wehtut. Ja, okay, jetzt war ich gerade zu langsam. Also es würde genau passen. Ich lasse euch jetzt einfach mal alleine, und damit ihr hier das genießen könnt, und ja. Ich habe hier einen Berg aufgebaut. Also ich habe das wirklich nicht ausgehöhlert oder so, und ich habe die Welt auch nicht von irgendjemand geklaut. Ich habe die selbst gebaut, muss man dazu sagen. Ich werde sie auch noch nicht zum Download bereitstellen, weil ich glaube, ich mache nochmal ein richtiges Let's Show, weil ich noch ein bisschen was in der Welt hier bauen wollte. Und dann gebe ich es vielleicht zum Download bereit oder so. Also es ist so ein Riesenberg, den ich aufgebaut habe hier unten. Das war eigentlich nur Meer, und da habe ich halt einfach einen Berg drüber gespannt. Das hat doch ehrlich gesagt ewig gedauert, aber es hat eigentlich auch Spaß gemacht, weil ich wusste, was dabei rauskommt. Da hinten fehlt Licht. Ah, schon wieder so ein komischer Bug. So, und ich finde das einfach gewaltig, und das sieht mit dem Glowstone an der Decke schon ziemlich geil aus. Hier unten ist einfach nur noch so ein bisschen Lava. Ich wollte hier einfach, dass es nicht so leer ist, noch was reinmachen. Hier ist einfach mit Glowstone und dann so ganz viele Bilder und einfach so ein kleines Haushalt. So mal wieder rausgehen, und dann ist noch hier ein kleines Haus. Das sieht man jetzt vielleicht dort unten wegen dem Glas, weil das ja wegen dem Wasser immer so komisch dann ist. So, ja, gehen wir kurz mal runter. So. Ja, komm, das dauert immer so lange. Hier rein. Das Wasser kommt ja durch die Tür nicht durch. Und jetzt sind wir hier so ein kleines Häuschen, hier noch so Patronen. Ich kann die jetzt übrigens öffnen. Weil, ach nein, stimmt, ich bin ja. Ich kann die im Creative auch öffnen, weil ich einen Mod drin habe. Wollte ich bloß mal sagen. Ja, und hier noch so ein bisschen Lava. Einfach, ich weiß nicht, damit es schön aussieht. Habe ich mir einfach so gedacht. Und ja, das war's eigentlich von diesem Let's Play. Ich muss sagen, das Let's Play ist ziemlich komisch. Es war nicht wirklich mit Absicht, und ich weiß nicht, was da los war. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, und vor allem auch diese Bild hier. Ich wollte eigentlich schon lange mal ein Let's Show machen, hab's dann nie hinbekommen. Ach, so musste ich halt machen. Und ja, also das war jetzt, okay, das war dann wirklich ein Special. Ich wollte eigentlich gar nicht so ein Special machen, aber von mir aus machen wir ja, so ein Special. Ja, so sieht das Ganze dann von außen aus. Schon ein bisschen sehr gebaut, man sieht schon ein bisschen, aber ja, nicht so unbedingt. Ja, also das war's jetzt wirklich von diesem Let's Play, vom 200. Let's Play. Ihr könnt euch ja noch morgen das 201. Let's Play angucken, da mache ich mal einen Rundgang durch die Let's Play Welt. Und ja, dann lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ich werde jetzt mal ganz schnell noch gucken, was mit der Let's Play Welt passiert ist. Und dann tschüss, bis zum nächsten Video.